Herr Bürgermeister, Sie wurden gerade auf eine Reise für 80 Tage um die Welt verführt. Ist Ihnen da auch eine gewisse Reisesehnsucht aufgetaucht? Na, absolut. Ich habe wirklich ein bisschen Fernweh bekommen. Wenn man das hier gesehen hat, diese bunten Stationen, die weite Welt, dann kriegt man einfach auch gerade jetzt im Sommer Lust darauf, dass man sich selbst auch ein bisschen wieder aus der Stadt hinaus macht und auf eine kleine Reise zumindest geht. Kurze Worte noch zur Volksbühne. Heuer eine neue Situation, ganz ein neues Konzept. Ja, sensationell. Eine neue Bühne, 360 Grad, ein fantastischer Regisseur, ein sehr innovatives, freies, spannendes Bühnenbild. Viele neue Schauspieler, also da kann man nur gratulieren. Was will man mehr? Das ist die Kulturstadt Waidhofen, die lebt. Der Bundesrat ist ja schon Stammgast quasi bei Premieren in Waidhofen an der Ips. Heute hat er was ganz Neues erlebt, eine Bespielung des Schlosshofes, wie es ihn vorher noch nie gegeben hat. Sozusagen eine Premiere, der Premiere. Es war wirklich eindrucksvoll. Zum einen natürlich, dass man eine Bühne, die von allen Seiten letztlich erlebt werden kann, hier auch genießen darf. Zum anderen überhaupt das Bühnenbild, das sehr schlicht gehalten ist, aber trotzdem eigentlich den Inhalt sehr stark wiedergibt. Muss ich gratulieren. Eigentlich eine politische Bühne. Man kann überall einsehen und ist sehr transparent. Ist das in der Politik auch so? Es wäre eigentlich wünschenswert, wenn alle politischen Bühnen so transparent sind. Aber letztlich spielt es auch den Erfolg einer politischen Partei wieder, wenn sie transparent und offen für die Bevölkerung spielt. 80 Tage geprobt, habt ihr ein bisschen länger. Wie war eigentlich heuer die Probesituation? Eine neue Bühne, eine neue Situation? Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, schon früher als üblicherweise in den Schlosshof zu kommen. Wir haben auch ohne Bühne herinnen geprobt und es war einfach immer genug Zeit zu proben. Das Wetter hat uns mitgespielt, ja. Wie war das eigentlich die neue Bühnensituation, das in die Umgebung spielen, keine Guckkastenbühne, war das eine große Umstellung? Es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, das ist klar. Aber da hat der Regisseur, der Klaus Haberl, sehr penibel drauf geschaut, dass wir wirklich für die Stellungen auf der Bühne so sind, dass keiner vom Publikum, von den Sektoren oder vom Gastgarten irgendwie benachteiligt ist. Und das war Teil der Probenarbeit und das haben wir halt genauso in uns aufgesaugt. Ja. Sie haben ja schon relativ viel Bühnenerfahrung, aber auch diese Art von Zentralbühne ist möglicherweise auch für Sie neu. Ja, für mich neu. Ich habe es aber zum Glück voriges Jahr gesehen bei einem Stück beim Theaterfestival in Haag. Da haben die Kufsteiner ein Stück gespielt, genau in dieser Situation, zentrale Bühne rund um das Publikum. Und da hat man es dann wirklich vorstellen können, dass man wirklich von allen Seiten kommen kann, von allen Seiten verschwinden und die Zentrale in der Mitte bleibt Zentrale. Und das ist das Schöne daran. Sie sind heuer im Sommer zum ersten Mal dabei bei der Volksbühne, bei einer Produktion im Schlosshof. Was war eigentlich für Sie die Umstellung von einer Bühne wie im Plänkersaal zum Schlosshof? Freiluft. Man ist jetzt da richtig kribbelig, man schaut am Nachmittag schon am Himmel und denkt sich, hoffentlich heute das Wetter. Und das macht es eigentlich noch richtig spannend und mit der heurigen Bühnensituation sowieso nochmal ganz was anderes. Und von dem her eigentlich irrsinnig spannend und richtig abwechslungsreich. Es macht voll viel Spaß. Der erste Eindruck nach einer 80-Tage-Reise? Ja, unglaublich. Also die Kulisse ist schon mal unglaublich und die Schauspieler sind unglaublich. Also perfekt. Es kann nicht perfekter sein. Bekommt man bei so etwas Reiselust? Oh ja, schon. Nicht auf die Art, aber vielleicht ein bisschen entspannter oder ein bisschen ruhiger. Der Regisseur gerade in Diskussion mit einer seiner Hauptdarsteller. Wie war er überhaupt generell zufrieden mit der ganzen Aufführung heute? Ich war sehr zufrieden, weil alles so umgesetzt worden ist, wie wir das geprobt haben und wie ich das auch konzipiert hatte. Und ich bin auch sehr froh, dass offensichtlich ist auch dieses Bühnenkonzept von den Leuten angenommen worden. Und ich bin sehr glücklich, ja, es ist sehr gut gelaufen aus meiner Sicht. War das für Sie ein gewisses Risiko, ob so ein Bühnenkonzept auch angenommen wird? Ja, schon. Es war auch für mich das erste Mal, dass ich mit so einem Raumkonzept gearbeitet habe. Also insofern war auch eine Ungewissheit da und ich bin sehr froh, dass das, ich glaube auch nach wie vor, dass es gerade für dieses Stück auch sehr geeignet ist. Es dreht sich zwar nicht, also idealer wäre vielleicht noch eine Drehbühne, weil in 80 Tagen um die Welt, aber es ist sehr offen und es macht auch diesen Schlosshof sehr auf. Und da bin ich sehr zufrieden damit, ja. Gratuliere euch beiden zu dieser Aufführung. Vielen Dank, danke. Sie haben normalerweise mit Autos zu tun, heute sind Sie
eigentlich gar nicht mit Ihrem Metier konfrontiert worden. Es ging eher um Schiffe und um Eisenbahnen. Haben Sie darunter gelitten? Eigentlich schon, muss ich sagen. Weil das mit dem Luftballon oben drüber, das ist ganz einfach. Und das Leichteste eigentlich mit einem von unseren Fahrzeugen da rüberfahren. Also ich hätte mir gedacht, 78 Tage hätte ich geschafft. Und vor allem, die sind auch dschungelfähig, glaube ich, ihre Werke. Ja, wir haben da die Allrad mit den großen Rädern und so, die kommen leicht durch und das wäre überhaupt ganz leicht gewesen. Also Sie hätten, wenn es nach innen gegangen wäre, in die Regie stark eingegriffen? Doch, ja, Raupenfahrzeuge wären vielleicht auch angebracht gewesen. Habe ich mir gedacht, aber die haben so gut gespielt, die waren so perfekt, man kann das nicht verbessern. Und die waren echt cool, lustig, amüsant, hat mir irrsinnig getaugt. Frau Petermandl, darf ich Sie kurz stören? Ja, bitte sehr. Sie sind ja erste Reihe fußfrei gesessen hier auf dieser Schifffahrt, auf dieser Reise durch die Welt. Ja. Welche Gegend haben Sie am meisten genossen? Ich habe eigentlich alles genossen. Es war wunderschön, toll gespielt und es war einfach toll. Es war super. Und in welche Weltgegend würden Sie hier, wenn Sie jetzt sich von dem Stück jetzt animiert fühlen, abreisen? Nicht unbedingt, wo es Schlangen gibt. Sie sind ja keine Unbekannten. Beethoven haben auch mit der Truppe hier schon gearbeitet. Ja. Und wie ist Ihr Resümee für das heurige Sommerstück? Also ich finde es wunderbar, wirklich. Ich war schon ganz, ganz gespannt, weil ich gewusst habe, das ist jetzt nicht die normale Bühnensituation, sondern so ein Rundherum mit Publikum. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, sowohl für die Regie, Bühnenbild, als auch natürlich für die Schauspieler. Ne? Dass man immer schaut, okay, dass alle befriedigt werden rundherum auch. Gell? Nein, Sie, aber sagen, Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, ein alter Theaterhase. Ist das auch für Sie etwas Neues, diese Rundum-Situation? Ich habe es schon öfter erlebt, so, allerdings nicht... Ja, also eher im Zirkus, ne? Das weiß man, wie das geht. Habe es auch schon von einem Theater erlebt, aber es ist halt auch da hier im Hof, muss ich sagen, noch ganz was Besonderes. Gell? Es ist die ganze Atmosphäre wunderbar und gerade diese Welt, diese 80 Tage um die Welt, dieses Orientalische und Asiatische und wo auch immer man dahin entführt wird, ja, das ganze Bild war einfach... Ein Traum. Sie haben die Gäste hier auf kulinarische Reise mitgenommen. Was hat es eigentlich bei Ihnen heute zum Theatermenü gegeben? Ja, begonnen hat das Ganze mit einem Cucumber-Sandwich, der uns ja das ganze Stück begleitet. Die Ernüchterung bei diesem Cucumber-Sandwich war relativ groß, weil das ist ja wirklich nicht eine kulinarische Großartigkeit, sage ich jetzt einmal. Dann ist es weitergegangen, aber dann haben wir sich schon ein bisschen an die Reise angepasst. Wir haben dann Sushi oder Maki besser gesagt serviert. Es hat ein bisschen Vorspeisen aus dem asiatischen Bereich gegeben. Wir haben Glasnudeln gehabt. Es gibt ein bisschen Roastbeef mit dem englischen Hintergrund. Also das Stück hat sozusagen den Schlosswirt kulinarisch völlig verändert. Wird in Zukunft auch etwas auf der Karte auftauchen? Das kann schon sein. Also wie gesagt, das sind ein paar Gerichte sehr, sehr gut angekommen. Das kann leicht sein, dass wir ab und zu in diesen asiatischen Raum abschweifen. Speziell bei den vegetarischen, veganen Gerichten, da sind sie ein bisschen voraus und das können wir dann wieder nutzen.